strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Schön, dass ihr da seid zu unserem Online-Kurzgottesdienst vom Roten Sofa. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir hoffen darauf, dass du heute Morgen gut zu uns bist, gut zu unserer Seele bist, dass du uns Mut machst, uns aufrichtest, uns ermutigst für die neue Woche. Und wir sind gespannt, was du mit uns vorhast. In Jesu Namen. Amen. Ist es nicht wunderbar?
wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Sich Wahrheit als falsch erweist und deine Philosophie, meine totote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben, gib er deinem Leben Sinn, mach dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. Was wird dein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Ja, der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Um ein Wunder, ihr Lieben, geht es auch in der Lesung. Und um was für eins? Jesus geht auf dem Wasser, aber nicht nur Jesus allein. Hört selbst aus Matthäus 14. Jesus drängte seine Jünger, ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmengen entlassen hätte. Und als er das getan hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wort Gottes für das Volk Gottes. Thank you.
hinaus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Deinen Namen ruf ich an. Ich schau so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Denn ich bin dein und du bist mein. Steht das Wasser bis zum Hals. Kennt ihr das Gefühl? Diese Vorahnung, da fehlt nicht viel und ich saufe ab? Habt ihr vielleicht sogar jetzt, gerade heute oder in unserer Zeit, genau dieses Gefühl, mir steht das Wasser bis zum Hals? In der Lesung haben wir gehört vorhin, wie Petrus das Wasser bis zum Hals stand. Gerade eben noch konnte er tatsächlich übers Wasser gehen. Er war so begeistert von Jesus, so voller Vertrauen zu ihm, dass er es gewagt hat, aus dem Boot auszusteigen und dass er das Wunder erlebt hat. Er ging auf dem Wasser, schreibt Matthäus. Aber dann passierte eben, was wohl passieren muss. Petrus sah,
plötzlich nicht mehr auf Jesus, auf seinen Herrn, sondern plötzlich sah er den Wind und die Wellen, er sah die Gefahr, er hatte Angst und er begann zu sinken, und das Wasser stand ihm bis zum Hals. Ich stelle mir vor, dass Jesus, als er Petrus später fragt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich stelle mir vor, dass Jesus da geschmunzelt hat, weil er doch genau wusste, warum Petrus gezweifelt hat. Petrus zweifelte, weil er eben ein Mensch war, einer wie du und ich, einer, der in einem Moment einen so starken Glauben hat, so starkes Vertrauen auf Jesus, dass er übers Wasser gehen kann, und der im nächsten Moment nur noch die Gefahr sieht, den Wind und die Wellen, und Jesus darüber aus den Augen verliert und versinkt. Ich erkenne mich selbst ein bisschen wieder in diesem Petrus. Petrus hat Angst. Angst zu ertrinken, Angst um sein Leben. Darum zweifelt er. Mir macht es aber Mut, dass Petrus auch in der Angst, auch da, wo ihm das Wasser schon bis zum Hals steht, den Glauben nicht verliert. Herr, hilf mir, schreit er. Und Jesus hilft und er zieht ihn aus dem Wasser. Für mich stellt sich beim Lesen von Matthäus 14 eine Frage, eine ganz persönliche Frage, eine, die sich jeder Mensch nur selbst beantworten kann, nämlich die, worauf siehst denn du in den Stürmen deines Lebens? Wenn's bedrohlich wird und schmerzlich, wenn der Sturm um dich herum tobt, worauf siehst du denn dann? Worauf setzt du deine Hoffnung, dein Vertrauen? Petrus, der macht mir Mut, dass Jesus mich rausziehen wird aus dem Wasser, wenn es mir mal wieder bis zum Hals steht. Er macht mir Mut, dann, wenn es stürmisch wird, nicht auf mich zu sehen, auf meine kleine Kraft, auch nicht auf die Wellen und den Wind um mich herum, auf die Gefahr, die so bedrohlich ist. Petrus macht mir Mut, mit ganzer Kraft auf Jesus zu sehen, auf meinen Herrn, auf den, der das stürmische Meer zur Ruhe bringen kann. Mit dem Blick auf ihn statt auf uns selbst oder auf den Sturm, mit dem Blick auf ihn, da werden wir Wunder erleben. Jesus, wir kennen dieses Gefühl nur allzu gut, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, dass wir untergehen. Aber so wie Petrus damals in den Wellen, sind auch wir heute nicht alleine, wenn wir das erleben. Du bist da. Und du wartest nur darauf, dass wir dich sehen und dass wir, wie Petrus, rufen, Herr, hilf mir. Gib uns die Kraft in den Stürmen, die wir erleben, nicht nur auf uns zu sehen, nicht auf die Gefahr zu sehen, sondern auf dich, auf deine große Kraft. Hilf uns, im Vertrauen auf dich durch die Stürme des Lebens durchzugehen, weil wir uns getragen wissen von dir. Und so bitten wir dich heute für all die, die gerade richtig schwere Stürme selber erleben, die voller Angst sind vor dem Wind und den Wellen, sei du ihnen nah und hilf du ihnen. So wie du es uns gelehrt hast, wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es war wieder richtig schön mit euch und ich hoffe, euch hat's auch gut getan und es gibt euch ein bisschen Kraft für die neue Woche. Gleich gibt es noch ein Lied, aber ich möchte euch in die neue Woche senden mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und dieser Welt seinen Frieden. Amen.
der mein Herz regiert, sei mein Fels und sei mein Schutz, der Quell, aus dem ich trink, oh, er ist mein Lieb. Er, der mein Herz regiert, sei der Schatten, der mich birgt, mein Retter alle Zeit, oh, er ist mein Lieb. Du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh. Er, der mein Herz regiert, sei der Wind, der mich bewegt, der Anker, der mich hält, oh, er ist mein. Sei das Feuer tief in mir, der Klang, der von mir bleibt, oh, ist mein Lied. Du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh, du bist gut. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du bist. Seid gesegnet, ihr Lieben, und seid behütet von dem, der gut ist und der uns nie allein lässt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne neue Woche. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns am Dienstag wieder zur nächsten Ermutigung. Bis dahin.